das wird geil. Oh, das wird geil. How do you fall in love? Harder than the bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say it, don't you say it. Don't say it, don't you say it. One bad thing will just make it. So shut your mouth and run. Kids, oder? Also, was habt ihr denn für unfassbare Stimmen? Was für ein Auftritt! Weggeblasen! Hör mal, da muss man erstmal klarkommen, ne? Ja, Luft holen erstmal. Ich bin komplett fertig mit den Nerven. Ey, wie sich das aufgebaut hat, und alle gewandt, dann kommt diese Frau und alles so: Ja, nehmt das! Nehmt Voice Kids mit nach Hause und genießt es, ja? War richtig geil. Es war richtig gut. Ja, ich glaube, das ist die Definition von wie man weggeblasen wird vor dem Bildschirm zu Hause. Das ist echt krass, wie es trotzdem rüberkommt in so einer Kraft. Ich war total überfordert am Ende. Also ja, ich lasse erstmal die anderen sprechen. Ja, ich mach's kurz. Da waren gerade 1000 PS auf der Bühne und 500 davon gehören Gabriel. Also Gabriel, du hast natürlich eine wahnsinnige Stimmfarbe einfach. Deine Stimme an sich ist einfach super, super krass. Und für dich war der Song wie geschaffen. Ich muss aber sagen, dass ich euch beide Mädels echt toll fand. Also beide haben individuell ganz schöne Parts gehabt, wo ihr auch zeigen konntet, wie gut ihr singen könnt. Und deswegen schlägt mein Herz heute für euch beide. Ich fange nochmal bei Gabriel an. Du hast natürlich in den Blind Auditions mit deiner Stimmfarbe, mit deiner unfassbar tiefen Stimme alle überzeugt. Und du hast jetzt im weiteren Song gezeigt, dass du einfach ja, eine einzigartige Stimme hast und die auch einsetzen kannst. Ja, du hast gut Gas gegeben und gut alle weggehauen. War echt geil. Dankeschön. Eileen,
Bei dir war es so im Coaching, dass du den Song bekommen hast und hast dich von Anfang an nicht an die Hook getraut. Dass du jetzt hier stehst und einfach sagst, zack, hier ist mein Refrain und ich kann den hoch rausknallen, das war richtig, richtig fett. Und ich bin ganz, ganz stolz, dass wir in so kurzer Zeit so eine Sprünge machen. Also bin ich ganz, ganz gespannt, wo das noch alles hinführt mit dir. Dankeschön. Rebecca, bei dir bin ich immer jedes Mal begeistert, wie unfassbar sauber das technisch ist. Und dass das auch so weit geworden ist von der schüchternen Rebecca, die irgendwie mit ihrem Zettel da steht und ihre Refrain leise vor sich her singt, zu hier stehen, noch in den Haaren rumspielen dabei und den Refrain raushauen. Ich finde es einfach so schön zu sehen, was wir einfach geschafft haben als Team, was für ein fettes Battle wir hingelegt haben. Also alle drei wahnsinnige Leistungen. Also es war wirklich das Battle, das hoffentlich allermeisten von allen Battles, die kommen, weggehauen hat. Das war der Plan. Ja. Boah. Ja, es ist halt immer eine unangenehme Situation und es fällt mir nicht einfach, jetzt irgendwie, ja, mich von jemandem zu trennen. Ihr seid alle super gut, hört nicht auf mit der Musik. Also, ich bin früher auch mal rausgeflogen aus einer Fernsehshow und ich habe trotzdem weitergemacht und durfte schön viel Musik machen und viel live spielen. Und das wünsche ich euch drei natürlich auch alles in eurer nächsten Zukunft. Und der einen Schritt weiter dran ist und in den Sing-Offs ist, ist Gabriel. Herzlichen Glückwunsch, Gabriel, du bist in den Sing-Offs. Gabriel.